Die See macht Gluck-Gluck und wir Schluck-Schluck und ein dreifaches Schwerin-Hello. So zogen die beiden Schweriner Karnevalsgesellschaften KGW und Blau-Gelb in das Schlossparkcenter Schwerin ein. Die Närrinnen und Narren zeigten einen bunten Ausschnitt aus ihren Showprogrammen. Mit Tanzgruppen, launiger Musik und Funkemariechen wurden sonst eher kühle Mecklenburger in Karnevalsstimmung gebracht. Von Weiberfastnacht am vergangenen Donnerstag bis zum Aschermittwoch in dieser Woche ist die Hochzeit der Karnevalisten. Doch eine echte Karnevalsgesellschaft ist das ganze Jahr über beschäftigt. Nochmal, wir sind fast 100 Mitglieder. Wir machen regelmäßig Vereinsfahrten, gemütliche Beisammensein und nicht zu vergessen, ganz aktive von uns sind seit einigen Jahren ganz wirklich mit Feuer und Flamme dabei beim Schweriner Drachensport und starten unter dem Namen Blaue Kraken, weil die Krake ist unser Maskottchen und so haben sie sich benannt. Also im Prinzip über das ganze Jahr an Badewannenregatten nehmen wir teil, so wie in Bansko oder wo, je nachdem, was läuft, da machen unsere Leute dann mit. Einen ausführlichen Beitrag zum Thema Karneval in Schwerin sehen Sie am kommenden Freitag in unserer Rubrik Schwerin macht glücklich. Der Karneval, diese Karneval